Ja, kurz vor Weihnachten hat Eura wirklich noch mal eine richtige Überraschung bereitgehalten. Der neue Xtura, ein Teil integrierter auf Allradbasis. 2,20 Meter breit, 6,88 Meter lang, also von außen noch schön kompakt. Der Xtura wird als Fernreisemobil beworben und dafür bringt er auch wirklich die nötigen Komponenten mit. Vom Chassis her sind wir bei 4,1 Tonnen mit ordentlich Zuladung, Allrad, 190 PS, 9-Gang-Wandlerautomatik von Mercedes. Auch im Aufbau ist das Fahrzeug absolut auf Fernreisen und extreme Bedingungen ausgelegt. Wir haben die komplette Elektrik von Victron verbaut. Dazu gehören zum Beispiel 330 Amperestunden Lithium-Batterie serienmäßig. Wir haben Ladebooster mit eingebaut, dass die Batterie mit 60 Ampere während der Fahrt laden kann. 270 Watt Solar auf dem Dach, optional noch ein faltbares Solarmodul außen, was man am Fahrzeug anstecken kann. Zusätzlich wird diese ganze Elektronik kombiniert mit einem Bussystem, was dann auf einem Display von Garmin angezeigt wird. Also auch hier wirklich eine komplett neue Technik verbaut. Zwei Schlagwörter waren für die Entwicklung vom Xtura wichtig. Zum einen Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit haben wir durch die hochwertigen elektrischen Komponenten, die eingebaut sind, und Einfachheit in der Bedienung. Wir können alles über ein Bedienpanel steuern, was man sich auch übrigens als App aufs Handy laden kann. Eine weitere Besonderheit von dem Fahrzeug ist, dass wir eine alte Fußbodenheizung verbaut haben, also wirklich auch für extreme Temperaturen gut gerüstet sind und da immer mollig warm angenehme Strahlungswärme haben. Die ganzen gerade genannten Komponenten machen das Fahrzeug wirklich zu einem spannenden Gesamtpaket, was am Markt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat. Mein Name ist Lisa Sprenger von Mimobile und wir sind heute hier im Forum bei Eura Mobil. Gestern hat hier die Produktschulung für den neuen Xtura stattgefunden, wo wir wirklich viele spannende Informationen bekommen haben und wo auch Vertreter von einzelnen Herstellern da waren, die hier im Xtura verbaut sind. Ganz konkret Mercedes, Garmin und Victron. Und da gab es viele Neuheiten, die wir für Sie aufbereitet haben jetzt in dem Video. Deswegen haben wir das Video in Kapitel unterteilt, wo zum einen technisch diese ganzen Besonderheiten mehr erklärt werden, aber wir auch ganz klassisch, wie man es aus unseren Videos kennt, einen Rundgang durchs Fahrzeug machen. Live für Sie zum Anschauen wird das Fahrzeug das erste Mal auf der Messe in Stuttgart, der CMT, im Januar präsentiert. Wir von Mimobile sind natürlich auch vor Ort. Gerne beraten wir Sie dazu. Gerne dafür im Voraus melden. Der Xtura wird dort abgeschrankt präsentiert sein und man kommt nur über eine Warteliste mit Verkäufer ins Fahrzeug zur Präsentation. Jetzt aber los mit dem Video. Ja, fangen wir von außen am Fahrzeug an. Was sofort ins Auge sticht, das ist nicht weiß wie die typischen Wohnmobile, sondern es ist in so einem Sandgrau. Na, mit dem Fahrzeug wird man viel in die Natur Offroad fahren und da knallt das Weiß so raus. Also das passt sich hier ganz schön an. Passend dazu unsere Außenfolierung, was eben so Höhenlinien von Karten andeuten soll. Das Fahrzeug hier steht jetzt auf 18 Zoll Delta-Felgen mit BF Goodrich-Reifen, ist Zusatzausstattung in einem Paket mit enthalten. Wenn man sich so ein Fahrzeug kauft, dann natürlich schon mit richtigen Offroad-Felgen. Nochmal zum Mercedes an sich. Das Fahrzeug kommt mit 190 PS, 9-Gang-Wandlerautomatik und auf einem 4,1 Tonnen Chassis. Warum 4,1? Das ist tatsächlich eine Begrenzung von Mercedes. Den Allrad gibt es maximal mit 4,1. Höher kann man in der Tonnage nicht gehen. Ja, bei dem Fahrzeug sind natürlich auch die Assistenzsysteme verfügbar, die Mercedes anbietet. Zum Beispiel die Distronic, der Abstandstempomat, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent. Serienmäßig schon dabei ist der Seitenwindassistent und die DSR, Downhill Speed Regulation, ist tatsächlich gerade im Offroad-Bereich super hilfreich. Das geht von 1 bis 18 km/h, kann man die einstellen. Wenn es bergab geht, dann bremst das Fahrzeug selber auf die vorgegebene Geschwindigkeit, einzeln mit den Rädern, damit man da nicht ins Rutschen kommt. Ja, wir haben hier wirklich ein Chassis Rohling stehen, wie die von Mercedes angeliefert werden und danach Eura dann eben den Aufbau draufbaut. Vorteil hier ist, dass wir noch wunderbar schön unten die Achsen sehen. Kurz noch ein paar Hinweise zum Allrad. Normalerweise fährt das Fahrzeug als Hecktriebler, wird also über die Achse hier hinten angetrieben. Der Allrad schaltet sich automatisch zu, sobald eins der Räder eben Schlupf hat.
wird dann nach vorne verteilt. Wir haben vorne eine Lamellenkupplung, die das dann eben noch vorne links rechts verteilt. Wir müssen also nicht manuell den Allrad zuschalten. Wenn man das macht, ist es meistens schon zu spät. Da hat man sich irgendwo eingegraben. Der entscheidet wirklich situativ in Sekundenschnelle, brauche ich jetzt den Allrad mit oder nicht. Eura bietet das Fahrzeug ja als 190 PS Variante an. Die 190 PS sind übrigens genau derselbe Motor wie bei den 170, allerdings mit einer anderen Software. Machen wir weiter mit unserem Rundgang ums Fahrzeug. Wir haben hier vorne noch Scheinwerfer mit oben dran. Die haben wir übrigens nicht nur vorne, sondern auch Beifahrerseite, Fahrerseite und hinten. Also wir haben wirklich eine Umfeldbeleuchtung. Gerade hilfreich, wenn man im Gelände unterwegs ist, dass man so ein bisschen sieht, was ist denn links, rechts von mir. Hier hinten haben wir unsere bewährte Eura Aufbautechnik mit der Sealed Structure Technologie. Wir haben hier unten Aluschürzen, die sind einfach in derselben Farbe lackiert. Das hier hinten sind Kunststoffschürzen um die Radläufe. Hier haben wir aber robuste Aluschürzen. Da werden die Seitenwände eingeklebt. Wir haben also Flächenbelastung, keine punktuelle Belastung. Gerade im Offroad-Bereich wichtig, dass es eben steif ist und sich nicht so arg verwinden kann. Auch wichtig für den Möbelaufbau innen. Hinten haben wir schön große Garagenklappen. Da sieht man einen Unterschied vom Xtura zu den normalen Euramobil. Wir haben hier hinten das Heck angeschrägt, einfach um einen besseren Böschungswinkel zu bekommen. Dadurch auch natürlich eine anders geformte Heckklappe. Na? So. Wir haben auf beiden Seiten gleich große Klappen, also auf beiden Seiten die großen. Hier hinten einfach nochmal gut Stauraumkapazität. Immer ausgekleidet mit einem Alu-Riffelblech unten, serienmäßig zur Schienen rechts und links, dass man das da auch während der Fahrt ordentlich befestigen kann. Hinter diesem Blech versteckt sich die ganze Elektrik und das kann man echt schon eigentlich so sagen, das Kraftwerk vom Fahrzeug. Also da wurde echt technisch nochmal auf richtig hohem Niveau Zubehör eingebaut. Dazu gab es gestern auch einen ausführlichen Vortrag von Victron und diese ganzen Komponenten schauen wir uns jetzt beispielhaft am Ausstellungsbrett an. Hier einmal die Demonstrationswand für die ganzen elektrischen Einbauten. Groß geschrieben wird hier wirklich das Thema Autarkie. Die gesamte Elektrik ist von Victron eingebaut. Wir haben hier vorne den Multi Plus. Das ist eine Kombination aus Ladegerät und Wechselrichter. Das Fahrzeug ist komplett autark über Strom, über diesen Wechselrichter zu betreiben. Darüber würde die Klimaanlage laufen, darüber läuft das Induktionskochfeld. Der bringt 2600 Watt Dauerleistung und 6000 Watt Spitzenleistung. Das Einzige, was nicht über diesen Wechselrichter läuft, ist die alte Warmwasserheizung. Die zieht einfach zu viel, da wäre die Batterie auch relativ schnell leer. Dieser Multi Plus ist auch für Power Sharing ausgelegt, heißt, wenn Sie außen mit dem Fahrzeug angekoppelt sind an externe Stromversorgung, die aber begrenzt ist und nicht ausreicht, um Föhn, Herd und Klimaanlage gleichzeitig zu betreiben, dann zieht der sich einfach zusätzlich noch Strom aus der Lithiumbatterie dazu. Zusätzlich ist der sehr leistungsstark in der Batterieladung, also wenn die Batterie relativ leer ist, man das dranhängt, dann ist die innerhalb von 3 Stunden wieder komplett voll. Ja, kommen wir zur Batterie. In der ganzen Kombination hier eindeutig das teuerste Bauteil, was verbaut ist. 330 Amperestunden Lithium serienmäßig. Was ist der Vorteil von Lithium? Wir haben zum einen ein sehr geringes Gewicht im Vergleich zu Bleibatterien. Wir haben längere Zyklen, also sie können deutlich öfters geh- und entladen werden. Und wir haben eine höhere nutzbare Kapazität. Von dieser Batterie kann man 92% der Kapazität wirklich ausnutzen. Im Vergleich zu Bleibatterien, die kann man meistens nur zwischen 20% und 80% nutzen, also 60% davon sind nur nutzbar. Hier oben sehen wir noch den Solarladeregler und Ladebooster. Wieso haben wir 2 Solarladeregler? Wir haben ja 2 Solarzellen oder 2 Arten von Solarzellen auf dem Fahrzeug. Einmal die auf dem Dach und einmal die separat neben das Fahrzeug. Das sind MPPT-Regler, also Maximum Point of Power Tacking. Also die steuern das jeweils so, dass der Solarplatte eben die maximale Leistung bringen kann. Da das verschiedene sind, brauchen wir da auch 2 verschiedene, die den maximalen Punkt der Leistung rausfinden. Hier daneben haben wir 2x Ladebooster. Die laden, also die schleusen während der Fahrt vorne von der Lichtmaschine Strom nach hinten. Die laden mit 60 Ampere während der Fahrt. Der Ladebooster ist ja dafür da, dass die Aufbaubatterie hinten während der Fahrt geladen wird.
Das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Die Aufbaubatterie kann auch die Fahrzeugbatterie laden. Dafür haben wir am Multiplus einen 4 Ampere Nebenanschluss. Wenn die Lithiumbatterie über einem gewissen Grad an Ladung ist und die Fahrzeugbatterie unter einem gewissen Grad an Ladung, dann wird Strom von der Aufbaubatterie in die Fahrzeugbatterie geschleust. Die ganzen Informationen von diesen Geräten werden zentral ans Cerba GX geleitet und das wiederum geht weiter ans Garmin Bedienpanel, wo wir eben alles zentral an einem Panel sehen können. Jetzt habe ich vorhin in der Einleitung ja gesagt, zwei wichtige Schlagwörter sind zum einen Zuverlässigkeit und Einfachheit für den Xtura. Einfachheit, wir haben das alles verwaltet in einem Panel. Zuverlässigkeit, wenn diese Bussteuerung mal ausfallen sollte, dann funktioniert jedes Gerät auch einzeln. Mit dazu bestellen kann man sich ja dieses aufstellbare Solarpanel, 190 Watt sind das. Vorteil davon ist, gerade morgens und abends, wenn die Sonne schräg kommt, kann man das eben perfekt ausrichten. Das Kabel dafür liegt hier schon vorbereitet. Man muss die Garagentür nicht offen lassen, wenn man das anschließen möchte, sondern kann das einfach hier durch das kleine Loch in der Heckgarage rausführen und dann direkt anschließen. Ja, hier hinten sehen wir die Heckleiter. Ist Zusatzausstattung, brauchen wir, wenn wir oben an den Dachträger kommen möchten. Der hat 60 Kilo Traglast und der hat auch so ein paar tolle Features. Zum einen sind dort die Solarplatten bündig angebracht, heißt, die stehen nicht oben über. Ich kann also sowohl Solarplatten als auch zum Beispiel drüber ein Kanu stauen. Wenn das Kanu drüber ist, laden die natürlich nicht mehr, aber ich kann es transportieren. Wenn ich es vor Ort ablade, kann ich meine Solarplatten wieder nutzen. Also das steht sich nicht im Wege. Zweiter Vorteil von diesem Dachträger und den darin angebrachten Solarplatten ist, dass die ordentlich unterlüftet sind. Je kühler ein Solarmodul, desto besser kann es arbeiten und desto mehr Leistung kann es in die Batterie bringen. Ja, hier hinten sieht man nochmal von eurer bewährt und bekannt die Druckwasserpumpe, die verbaut ist. Wir können einzeln Kaltwasser- und Warmwasserleitung ablassen. Also wenn man das Fahrzeug mal nicht benutzt, zum Winterfest machen, kommt man hier überall gut ran. Der Wasserfilter sitzt da hinten versteckt. Auch den kann man rausnehmen, reinigen und gerade im Winter auch wichtig rausnehmen, damit der nicht auffriert. Auf der Fahrerseite hinten sitzt der Gaskasten, Platz für 2x11 Kilo. Hier ist jetzt gleich schon ein Duo Control mit verbaut. Wir in unserer Werkstatt würden ihn hier auch im Gastank zum Beispiel einbauen. Ja, neben dem Gaskasten hier hinten ist noch der Einlass fürs Frischwasser. 145 Liter Frischwasser fasst der Tank und 105 Liter Abwasser. Schauen wir gerade mal hier runter. Abwasser kommt hier unten raus, ist elektrisch zu betätigen über einen Schalter oben im Bedienpanel. Nur wenn Handbremse angezogen und Zündung an, kann man aber zum Beispiel auch über die App steuern, wenn man sich die aufs Handy lädt, fährt man drüber und drückt dann einfach aufs Knöpfchen auf dem Handy. Hier hinten unterm Fahrzeug hängt auch der Frischwasser- und der Abwassertank, ist serienmäßig isoliert und beheizt. Wie funktioniert das mit der Beheizung? Wir haben auch das mit einem Alde-Warmwassersystem beheizt, also da laufen die Schläuche durch, machen eben warme Luft und die zirkuliert dann um die Tanks rum. Das ist serienmäßig mit dabei. Hier hinten haben wir den Stromanschluss vom Fahrzeug, Abgaskamin von der Alde-Heizung und hier drunter noch ein Staufach. Klappe bleibt auch schön oben, fällt einem nicht auf den Kopf. Nochmal wertvolles Staufach von außen. Natürlich haben wir auch bei dem Fahrzeug hier, wie wir es von eurer kennen, Doppeldichtungen in den Garagenklappen. Seitz Rahmenfenster, das alles dichtet einfach deutlich besser gegen Wind, Staub, Dreck, Temperaturen ab. Haben wir, wie gesagt, auch schon in den normalen eurer Baureihen. Prädestiniert natürlich für Offroad, da brauchen wir es unbedingt. Ja, für ein Thema haben wir uns hier technische Unterstützung geholt. Eine Besonderheit bei dem Fahrzeug ist, dass es eine alte Fußbodenheizung verbaut hat. Und dazu kriegen wir jetzt ein bisschen mehr Info von Frank Lessmann, technischer Leiter bei eurer Mobil. Ja, sehr gern. Ja, wir haben hier ein Bodenkonzept unter unseren Händen, was wir ganz neu entwickelt haben für unseren Xtura. Der Unterboden und die Verbindung des Unterbodens zur restlichen Karosserie erfolgt wie bei Automobil klassisch im Seal Structure Konzept mit den Aluminiumprofilen, die komplett über die ganze Länge verklebt werden. Wir haben dann sozusagen einen doppelten Boden gebaut, der wiederum mit dieser unteren Platte verklebt wird. Das sehen wir hier, das ist das dunkelgraue Teil. Der wird über die gesamte Fläche verklebt mit dem Unterboden.
schafft damit nochmal eine Verstärkung. Ja, wir haben also eine sehr verbindungssteife und eine starke Bodenplatte. Eine gewaltige thermische Isolierung. Wir haben ja mehr als 80 Millimeter dicke Isolierung. Und damit es richtig kuschelig wird im Winter, haben wir ja eine Fußballheizung angefügt. Was wir jetzt hier sehen vor uns, das sind diese beiden Leitungen. Die werden angeschlossen an das alte Warmwasserheizungssystem. Und durch diese Leitung zirkuliert jetzt das heiße Wasser aus der alten Heizung in den Boden hinein, fährt hier in der Mitte durch diesen Boden eine Schleife und endet dann wieder hier an der Heizung. Und über dieses Fußbodenheizungskonzept erreichen wir eine ganz wohlige, angenehme Wärme über die gesamten Bereiche. Vorne ist die Sitzgruppe, wo wir jetzt hier stehen. Und an der Seite sind die Möbel in Küche und Badezimmer eingebaut. Und dieser Mittelgang geht bis zum Bett hinter. Also alle Bereiche, die man barfuß so erleben kann, ja, wo man durchlaufen kann, diese ganzen Bereiche sind schön warm mit Fußbodenheizung beheizt. Jetzt ist ein Ding, was wir hier nicht sehen, kann ich jetzt nur auf der Tonspur erklären, das ist versteckt. Ja. Dieser Boden wird jetzt nicht nur in diesem schmalen Bereich erwärmt, wo diese Leitungen sind, sondern diese Leitungen liegen in einem Alublechnetz. Und dieses Alublech nimmt die Wärme von dieser Rohrleitung auf und verteilt es bis, sagen wir mal, zu 40 Zentimetern rund um die Rohrleitung, sodass wir wirklich die gesamte Fläche wohlig warm bekommen. Das ist ein sehr angenehmes Konzept, weil gerade dieses Fahrzeug als Fernreisefahrzeug, das soll ja auch irgendwo unter Drehenden extremeren Temperaturen. klimatischen Bedingungen bedient und lebt und bewohnt werden. Ja, und damit haben wir für unsere Reisenden den maximalen Komfort geschaffen. Also die dicke thermische Isolierung eben zusammen mit der Fußbodenheizung. Im gesamten Möbelbau sind noch die Konvektoren eingebaut, so wie man das bei Automobil kennt. Und in Kombination haben wir fantastische Wohnbedingungen auch unter extremen Temperaturbedingungen. Ja, also hier sind wir jetzt im Xtura drin. Wir sehen hier den Waschraum, wo ich gerade die Dusche aufgeklappt habe. Wir sehen hier eine richtig große, komfortable Dusche. Die hat aber noch einen zusätzlichen Nutzen. Also ist nicht nur toll geräumig zum Duschen drin, sondern wir haben hier unten einen Heizkonvektor, einen großen Heizkonvektor eingebaut. Da zirkuliert das warme Wasser von der alten Heizung durch. Und dieser Konvektor bringt die Wärme in den kompletten Waschraum, Badezimmerraum hinein. Also man hat es richtig cozy während der Dusche, wenn man irgendwo ein bisschen gefroren wiederkommt vom Wandern. Jetzt kommt der Zusatznutzen. Man hat echt einen tollen zusätzlichen Nutzeffekt hier drin. Wir haben hier großen Mantelhaken eingebaut. Jetzt einfach dazu da, wenn ich meine nassen Wanderklamotten mit reinbringe ins Fahrzeug, dann kann ich die hier hinhängen. Durch die Heizung werden die sehr, sehr schnell getrocknet und die feuchte Luft kann oben durch die Dachluke wieder abziehen. Das heißt, ich habe hier eine richtige, sagen wir mal, Kleidertrockenkammer, wo ich meine Ski- oder Wanderklamotten ganz, ganz schnell so trocken bekomme, ohne dass die ganze Feuchtigkeit im Fahrzeug bleibt. Ja, kommen wir zum Innenraum von Xtura. Wir haben hier vorne eine Face-to-Face-Sitzgruppe mit einem breiten Sitz und einem bisschen kleineren Sitz. Unter dem Sitz hier versteckt sich noch ein dritter Gurtplatz. Es ist also ein Dreisitzer. Vier Sitzplätze gibt es im Xtura nicht. Zu drei Sitzplätzen gehören natürlich auch drei Schlafplätze. Man kann den Tisch hier absenkbar bestellen, dann wird ein Polster aufgelegt und es wird ein Zusatzbett. Optisch ist das Fahrzeug hier innen im Chalet Rustico-Design gehalten, was wir aber so ein bisschen Xtura-mäßig an einzelnen Stellen aufgepimpt haben. Zum Beispiel haben wir hier einfach andere Filztaschen, die so Straps haben. Chalet Rustico heißt ja immer vom Design her, wir haben diese hellen Möbelklappen, Eichenholz im Möbelkorpus und eben diese Verkleidung in Filzoptik an der Wand. Das Ganze wirkt schlicht modern und vor allen Dingen hell. Hier im Fahrzeug haben wir jetzt weißes Kunstleder, was eben von der Steppung her an so ein Profil von einem Offroad-Reifen erinnern soll. Das gibt es auch noch als Option in Grau-Echtleder. Ja, wie gesagt, unter dieser Sitzbank hier versteckt sich der dritte Gurtplatz. Dafür Polster wegnehmen, Lehne hochklappen. Das Ganze haben wir auch mal in einem separaten Video gefilmt. Das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Zum Tisch hier, wie immer bei Face-to-Face bei eurer, können wir den für während der Fahrt oder wenn man eben Platz braucht, ganz
praktisch zusammenklappen. Dann haben wir hier eben einen schönen breiten Durchgang, der ist drehbar in alle möglichen Richtungen und wir können ihn auch immer vor zurück verschieben. Wenn ich den jetzt so rumdrehe, dann kann ich ihn links rechts verschieben. Ja, kommen wir zur Küche. Und da haben wir echt eine Besonderheit in dem Fahrzeug. Wir haben sowohl Induktion, was autark über den Wechselrichter funktionieren würde, als auch einen Gaskocher. Wieso beides? Naja, so sind wir halt flexibel. Hängen wir am Strom oder haben wir noch gut Kapazität in der Batterie? Können wir einen Induktionsherd nutzen? Haben wir gerade nicht so viel Strom verfügbar, können wir über Gas hier den Kocher betreiben. Schön am Gaskocher ist, dass wir hier wieder aufgesetzte Kocher haben, heißt, da kriegt man wirklich auch gut eine große Pfanne drauf und ist nicht in dieser Mulde. Das Ganze lässt sich auch gut reinigen. Hier an der Seite haben wir unser Waschbecken, was eben hierüber auch einfach gut spritzsicher zur Sitzgruppe hin abgeschirmt ist und wie immer bei eurer schwenkbarer Wasserhahn, den man auch so nach oben drehen kann, gegen's Tropfen. Was ein bisschen wenig ist in der Küche, ist Arbeitsfläche, Abstellfläche, aber man muss ja auch sehen, dass der Tisch hier direkt daneben ist und wir haben halt nun mal 6,88 Meter Gesamtlänge und Einzelbetten und Face-to-Face-Sitzgruppe, also irgendwo ist der Platz dann einfach mal verbraucht. Stauraum haben wir wirklich en masse hier in der Küche. Schön ist, dass dies zweifach gesichert ist, also nicht nur einmal in der Mitte. Halten also auch bei hoppeligen Offroad-Pisten zu, die Schubladen. Wir haben Auszüge über die komplette Breite. Hier überall Schubladen, die eben diesen schönen breiten Griff haben, wo man auch wunderbar Handtuch und so weiter hängen kann. Dasselbe auch nochmal hier unten. Ja, hier oben können wir zwei Dinge noch mal ganz schön zeigen. Zum einen haben wir bei eurer immer eine gepolsterte Decke. Gerade wichtig, wenn man mit dem Fahrzeug in Extrembereiche fährt, zum Beispiel extreme Kälte, dann haben wir einfach Schwitzwasser, was sich an den Scheiben bildet, eine hohe Feuchtigkeit. Die kann hier in die Decke rein diffundieren. Sobald es trockener und wärmer ist, kann es wieder raus diffundieren. Gleichzeitig dämmt es natürlich sowohl gegen Schall als auch gegen Hitze, Kälte von außen und macht es einfach schön kuschelig im Fahrzeug. Zweiten Punkt, den man hier oben noch ganz schön sieht, ist einfach das Lichtkonzept. Wir haben überall einzelne Lämpchen, die von oben die Schrankklappen anleuchten. Wenn wir hier jetzt aufmachen, haben wir zusätzlich ein Lämpchen, was im Fahrzeug anspringt. Wir haben einen 145 Liter Kompressorkühlschrank, also auch der läuft komplett über die Lithiumbatterie. Schön hoch, kriegt man also wirklich ordentlich was unter mit Eisfach, was sogar in beide Richtungen zu öffnen ist. Über dem Kühlschrank hier oben haben wir ein schön großes Fach. Optional kann hier auch ein Backofen eingebaut werden. Der läuft dann über Gas. Auch unterm Kühlschrank haben wir noch ein Fach. Fällt ein bisschen kleiner aus, aber jeder Stauraum ist wichtig. Hinten haben wir zwei schön große Einzelbetten, die man in der Mitte auch immer verbinden kann zum Doppelbett. Dann legt man einfach das Polster hier ein, müsste dann mit einer Leiter hochgehen, weil eben die Treppen hier verdeckt sind. Wir haben für nicht riesen Sitzhöhe hier oben auf dem Bett. Die Decke ist auch schön gepolstert, also wenn man da mal anstößt, ist auch nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall ist es ein luftiges Schlafen hier oben. Wir haben links und rechts Fenster und auch hier wieder hinten über dem Bett. Über dem Betthaupt haben wir auch wieder Stauschränke, innen natürlich wieder mit beleuchtet und hier unten sowohl Landstromsteckdose als auch USB, Lichtschalter, um alles zu steuern. USB-Steckdose haben wir auch immer noch mal an den Schwanenhalslampen, die übrigens komplett flexibel zu verstellen sind. Wir haben unter beiden Betten Stauraum auf der Fahrerseite. Einmal hier einfach zum Legen. Man kann den auch immer von vorne aufmachen, dann käme man auch noch an das Fach da unten ran. Schön ist hier, dass wirklich die Matratze am Stück nach oben geht. Also wir haben nicht nur den Fußbereich abgetrennt und das sieht man auch noch mal hier, dass wir da wirklich einen Lattenrost überall drunter haben. Dicke Matratzen, also da kann man gut drauf schlafen. Hier hinten haben wir den Kleiderschrank mit einer Kleiderstange quer. Auch die könnte man rausnehmen. Und da sieht man noch die ganze Elektroinstallation. Am besten kommt man da aber von der Heckgarage ran. Die alte Heizung läuft nicht nur im Fußboden, sondern wir haben auch Konvektoren
an den Wänden verbaut, hier jetzt links und rechts unter den Betten hinten. Also auch hier schön Strahlungswärme. Hier hinter der Tür versteckt sich das Badezimmer. Wir haben die zwei geteilt, haben hier so einen schönen großen Einstieg. Das Badezimmer ist wirklich einzigartig, gibt es in keinem anderen Eura so verbaut. Wir haben zum einen ein riesengroßes, schönes, festes Waschbecken, was wir dann aber hier unten über Handtuchhalter und Griff gleichzeitig komplett rumschwenken können und was magnetisch an der Stelle dann verriegelt. Wir haben eine riesengroße Dusche hier drinnen, keinen einzigen Vorhang, auch nicht vor die Tür, weil die ist ja Kunststoff. Schön große Duschbrause und großes Fenster nach oben zum Ablüften. Meistens hat man oben sonst nur so einen Pilz, also hier echt gut Frischluft. Und wie vorhin vom Herrn Lessmann schon erklärt, unten schön den Konvektor von der Alde-Heizung, also da auch Strahlungswärme. Zurückschwenken, einfach über den Griff hier ziehen. Hier an der Seite sieht man den Magnet. Der rastet da drüben dann auch wirklich fest ein. Wir haben hier an der Seite eine Banktoilette und einfach hier noch Stauschränkchen, immer Steckdose mit im Fahrzeug. Die kann man eben auch über den Wechselrichter autark betreiben. Vielleicht kurz noch ein Wort zur Toilette. Gerade im Offroad-Bereich werden wir oft angesprochen, ob wir nicht auch Trockentrenntoiletten nachrüsten. Ist alles möglich, ist bei einer Banktoilette immer ein bisschen aufwendiger, aber grundsätzlich möglich, baut ihn unsere Werkstatt ein. Hier an der Wand im Eingangsbereich haben wir Platz für einen schönen großen Bildschirm. Bis zu 32 Zoll passen dahin. Wir verbauen zum Beispiel auch Internetantennen aufs Dach, dass man nicht mehr über Satellit schaut, sondern über Internet. Viele Kunden nutzen das inzwischen auch als Bildschirm fürs mobile Büro, schalten ihre Tastatur mit drauf. Also da ist ganz viel möglich. Unsere Werkstatt und unser Technikparcours berät Sie dazu gerne. Gestern in der Produktschulung hatten wir auch einen ausführlichen Vortrag von Garmin. Ein Bedienpanel davon versteckt sich hier oben, schön verblendet unter diesem Brettchen. Also kann man, wenn man es nicht braucht, sauber abschließen. Darauf laufen jetzt die ganzen darauf werden die ganzen Geräte angezeigt, die wir vorhin draußen bei der Victron-Demonstrationswand gesehen haben. Zum einen hier vorne unser Home-Display. Da könnte man zum Beispiel, das ist eine Funktion, die haben nur wenige Geräte, den Landstrom limitieren. Also wenn mein Campingplatz nur mit 6 Ampere abgesichert ist, kann ich das hier eben dementsprechend einstellen und nach unten setzen. Unser Multimeter hat ja so eine Power-Sharing-Funktion, der würde sich die zusätzlich benötigte Kapazität aus der Batterie holen. Hier sehen wir jetzt, unsere Batterie hat 100%, Grauwasser 0, Frischwasser 0. Ich könnte innen das Licht komplett ausschalten, hierüber wieder an und dasselbe auch fürs Licht außen. Da oben gibt es noch einen sogenannten stillen Modus, der bezieht sich auch aufs Multimeter. Wenn die Batterie leer ist und wir außen Strom ranhängen, dann fängt das Multimeter richtig an zu arbeiten, lädt die Batterie, da geht der Lüfter mit an, um das Gerät zu kühlen, das ist relativ laut. Wenn man nachts das Fahrzeug lädt und schlafen will, dann schaltet man diesen stillen Modus an, sorgt dafür, dass der Multimeter nicht ganz so schnell die Batterie lädt, dadurch nicht so warm wird und wir den Lüfter nicht brauchen. Man könnte hier 12 Volt Verbraucher an- ausschalten. Hier kann ich ganz genau das Licht eben schalten. Licht außen, Licht innen. Also ich könnte jetzt sagen, nur Bad an- aus. Ich kann die ambiente Beleuchtung dimmen. Dann geht es weiter zur Temperatur. Also hier kann ich die Alde-Heizung an- ausschalten. Einstellen, mit wie viel kW sie arbeiten soll, über Strom oder eben autark über Gas. Hier hinten haben wir Überblick über unsere gesamte Elektrik. Also wir stehen zwar gerade am Strom, 235 Watt, aber die Batterie ist mit 100% voll, deswegen geht nichts mehr rein. Raus geht relativ wenig und die Solar arbeitet gerade nicht, weil wir eben hier drinnen stehen. Und hier hinten kann ich dann eben nochmal das ganze Wasser verwalten. Ja, kommen wir zum Abschluss noch hier vorne ins Fahrerhaus. Wir haben Garmin-Technik nicht nur hinten im Bedienpanel verbaut, sondern optional als Zusatzausstattung auch das Thread-Navigationsgerät hier vorne. Darauf kann man bis zu 4 Kameras noch anschließen. Ansonsten haben wir natürlich unten unser M-Book-System. Auch das hat natürlich Navigation mit dabei. Ganz klassisch, wie in den Reisemobilen üblich, haben wir hier vorne die Remis-Rollos zum Verdunkeln. Die zieht man einfach vor, dasselbe an den Seitenscheiben.
Wir haben im Fahrerhaus Agouti-Sitze eingebaut, die man sowohl in der Neigung verstellen kann, natürlich auch die Rückenlehne. Mercedes ist immer sehr komfortabel für besonders große Menschen, weil wir hier eben auch eine hohe Scheibe haben. Ja, das Fahrzeug steht als Allradfahrzeug natürlich deutlich höher da. Wir haben auch einen relativ hohen Eintrittsstufe hier. Wir haben hier vorne serienmäßig mit dabei Haltegriffe. Zum Hochkommen ist das gar nicht so wichtig. Es ist vor allen Dingen, dass man da schön sanft runtergehen kann. Was unsere Werkstatt Ihnen ansonsten auch gerne nachrüstet, sind Tritte, die hier automatisch runterfahren, sobald Sie die Türe öffnen und wieder reinfahren, sobald die Türe zu ist. Weshalb fahren die wieder rein? Damit sie eben keine Bodenfreiheit verlieren. Wer sich das mal angucken will, kann gerne unser Force-Video anschauen. Da zeigen wir die Trittstufen. Zusätzlich in einem Paket bestellbar ist das Garmin Tread Navigationsgerät, was eben wirklich auf Offroad ausgelegt ist. Zum einen können wir über die Karte uns eine Satellitenbildansicht zeigen. Man kann auf die topografische Karte mit Höhenlinien wechseln. Es gibt so eine sogenannte Bird's-Eye-Ansicht, dass man von oben aufs Fahrzeug sieht. Gerade wenn man Offroad fährt, hilfreich, dass man sieht, welches Terrain ist in der Umgebung, und eine Turn-by-Turn-Navigation. Was das Gerät ebenfalls hat, ist die InReach-Satellitenkommunikation. Hier kann man wirklich weltweit einen Notruf absetzen. Der kommuniziert über den Iridium-Satellit, der wirklich 100% der Welt von Pol zu Pol abdeckt. Hier noch ein Überblick über ein paar Funktionen, die der Tread bietet. Wir haben zum einen hier nochmal das Bird's Eye, die Ansicht von oben aufs Fahrzeug. Natürlich sind auch Campingplätze mit auf der Navigationssoftware drauf. Man könnte einen sogenannten Group Ride starten. Da sieht man Kollegen, die auch mit einem Garmin-Gerät unterwegs sind. Wo sind die gerade? Man kann Hundeortungsgeräte hiermit verbinden. Hier haben wir nochmal den InReach-Satellitenkommunikation, um einen Notruf abzusetzen. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Längsneigung und Seitenneigung hilft einem auch einfach, ums Fahrzeug gerade zu parken und nachts gut zu schlafen. Wie kommt man wieder zurück zu seinem Startpunkt? Man kann seinen Track aufzeichnen und hier eben verschiedene abgespeicherte Tracks aufrufen. Die Garmin Air Recontrol App, die jetzt hier auf dem Tread-Navigationsgerät ist, kann man sich auch aufs Handy spielen. Darüber kann man alle Funktionen verwalten, die sonst auf dem Garmin-Bedienpanel im Fahrzeug direkt angezeigt werden. Zum Beispiel kann man über die App außerhalb vom Fahrzeug Licht ein-ausschalten, Abwassertank öffnen, schauen, wie voll ist mein Frischwassertank, wie stark lädt gerade zum Beispiel die Solaranlage die Batterie. Ja, soweit mal von uns die Infos zum Garmin Tread Navigationsgerät. Darüber könnte man ein anderthalbstündiges separates Video drehen. Hier sieht man noch mal ganz schön, man kann das Gerät wirklich einzeln aus dem Fahrzeug nehmen. Viele wirklich hilfreiche weitere Informationen finden Sie auch bei Garmin direkt dazu. Ja, soweit ein erster Einblick in den neuen Xtura, das Allradmodell von Eura. Zum ersten Mal für Sie zu sehen wird es sein auf der Messe in Stuttgart. Wir von miMobile kommen ja aus Stuttgart oder vor den Toren von Stuttgart. Das ist quasi unsere Hausmesse. Wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie uns im Voraus kontaktieren, schon mal sagen, hey, wir haben Interesse am Xtura, würden den gerne anschauen. Dann setzen wir Sie schon mal auf die Besichtigungsliste vom Fahrzeug. Das wird nämlich auf der Messe selber abgeschrankt sein, dass da nicht jeder so reingehen kann, sondern dass wirklich wir Zeit haben, das Auto den Kunden zu zeigen, die sich dafür ernsthaft interessieren. Wir bei miMobile haben eine Kompletto-Ausstellung, heißt, wir können Ihnen wirklich alle Modelle von Eura zeigen, so schnell sie eben lieferbar sind. Die ersten Modelle vom Xtura bekommen wir im Quartal 2. Sobald das Fahrzeug bei uns ist, wird es auf unserer Kompletto-Website aktualisiert, also da gerne regelmäßig reinschauen. Auch ansonsten haben wir natürlich ordentlich vorbestellt von den Fahrzeugen, nicht nur für unsere Ausstellung. Wir wollen es ja auch an den Endkunden ausliefern können. Wir sind da noch flexibel in der Konfiguration, weil wir eben noch ein bisschen Vorlauf haben bis Quartal 2. Also dazu gerne ansprechen, was individuell noch möglich ist. Ja, zum Thema Individualisierung haben wir gerade bei solchen Fahrzeugen, die für lange Reisen, für extreme Konditionen oder Bedingungen ausgelegt sind, oft auch ganz individuelle Nachrüstungswünsche von unseren Kunden. Auch das können wir erfüllen. Wir haben einen Technikparcours bei uns mit einem Mitarbeiter, unserem Herrn Fuchs, der wirklich individuell für Sie berät, was brauchen Sie, was macht für Sie und das Fahrzeug Sinn, und eben unserem Servicezentrum, was das Ganze dann auch einbauen kann. Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns gerne an, telefonisch, direkt oder per E-Mail. Wir freuen uns, Sie rund um den Xtura zu beraten.
Ja, und jetzt würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mit uns einen Termin vereinbaren. Sie finden uns direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf, eine Viertelstunde weg vom Stuttgarter Stadion. Ja, Sie finden die Fahrzeuge bei uns nicht nur alle im Netz, sondern auch alle bei uns in unserer Kompletto-Ausstellung vor Ort. Und Kompletto heißt alle Möbel, alle Möbeldekore, alle Polster, alle Grundrisse, eben alle Eurer, alle Karmann und alle jetzt neu Rhön-Camper. Die Infos dazu, welche Fahrzeuge vor Ort sind, in welcher Ausstattung und ab wann, finden Sie auf unserer Kompletto-Website. Die ist unten auch nochmal verlinkt. Und dann eine ganz besondere Spezialität von Mimobile ist der Verkauf der großen Mietflotte am Ende der Saison oder auch schon während der Saison unter dem Markennamen Early Bird. Der frühe Vogel holt den Wurm. Darüber hinaus kann man sich auch einen maßgeschneiderten Gebrauchten bei uns bestellen. Der muss halt rechtzeitig zur Mietsaison geliefert werden können, damit er dann am Ende der Saison ausgeliefert werden kann. Apropos Vermietung, wir bei Mimobile verkaufen nicht nur das Wohnmobil, sondern wir bieten auch wirklich Service von Anfang bis zum Ende. Und dazu werfen wir jetzt zuerst mal einen Blick zur Mama in die Vermietung. Wir haben über 50 Fahrzeuge in der Vermietung, jedes Jahr neue Modelle mit den unterschiedlichsten Grundrissen. Die Chancen sind also sehr gut, dass Sie Ihr Wunschfahrzeug, für das Sie sich zum Kauf interessieren, bei uns zuerst mal mieten können. Die Fahrzeuge sind alle Werkstatt und Kundendienst gewartet. Hier in unserem Technikparcours berate ich Sie zum Thema Autarkie, Lithium, Wechselrichter, Solar- und Brennstoffzelle. Zum Thema Multimedia, SAT, TV, Navigationssysteme und mobiles Internet. Zum Thema Sanitär, Wasseraufbereitung, Pumpentechnik, Trocken- und Trenntoiletten. Weiterhin berate ich Sie zu Fahrwerkstechnik, Lastenträger, Anhängerkupplung, gerne auch direkt an Ausstellungsstücken in unserer Ausstellung. Nun geht's weiter zur Werkstatt. Moment, einen kleinen Zwischenstopp gibt's noch. Unsere Werkstatt ist nämlich an unserem neuen Standort in Bräuningsweiler. Alles, was Sie sich beim Björn im Technikparcours ausgesucht haben, bauen wir Ihnen gerne ein. Wir machen nicht nur das, sondern alles andere, was rund ums Wohnmobil anfällt, wird bei uns repariert. Diesen Service bieten wir nicht nur für Euro und Karmann, sondern auch für alle anderen Marken. Ja, das war jetzt die Vorstellung im Schnelldurchlauf. Ausführliche Infos zu Mimobile finden Sie in unserem Kickoff-Video 2024. Link dazu unten in der Beschreibung.